Eiserne Faust. Ja, toll. Das ist zwar nicht schlecht, aber nicht unbedingt das Erste, woran ich denke, wenn ich einen besseren Gouverneur haben möchte. Bessere Zerstörer, Fusionsraketen. Ich meine, die wären vielleicht gar nicht mal schlecht, weil unsere Sternbasen die ja zum Teil benutzen. Autokanonen, gegosste Kristallplatten. Aber das Tolle ist, wenn ich es schaffe, die Wikinger zu erniedrigen, bekommen wir Einfluss und die Wikinger werden erstmal geschwächt, weil ihre Produktion runtergeht. So, Ätherdrachen, das dauert complete. Noch eine Weile, bis wir uns mit dem anlegen können. Construction complete. Herrscherarbeitslosigkeit. Wieso habt ihr überhaupt noch Herrscherjobs? Also wieso... Mann. Das müsste eigentlich schon längst vorbei sein. Steht hier irgendwo, wie lange das dauert, bis die... Okay, die gehen runter. Degradiert. Wo steht's? In 90 Tagen kommt der andere. So, ihr zwei. Das macht das einmal wieder zu einem uneingeschränkten System. Dann erholen wir uns das System. Und danach das hier. Friedensangebot. Ja, die Prikikiti haben genau ein System übrig. Construction complete. Nullpunktreaktor. Positronische KI ist notwendig, damit wir Rebellionen haben können, also Maschinenrebellion. Forschungsstation. Wie viel kriegen wir aus Forschungsstationen? Zum Teil, also relativ viel noch. Und das geht relativ schnell. Technology secured. Die hat sich gerade komplett geheilt. Wurde die aufgerüstet? Ich meine, wenn ja, finde ich das nicht schlimm, weil ich sie da, die behalten werde, aber... Das hier kostet mich gerade mehr Schiffe, als mir recht ist. Die wurde nicht aufgerüstet. Warum hat sie sich dann zwischendurch mitten im Kampf geheilt? Nicht möglich, solange die Sternbasis besetzt ist. Ja gut, dann geht ja zur Reparatur darüber. Es hilft auch nicht, dass wir keine Energie haben. Regeneratives Rumpfgewebe. Ja, ist mir recht. So, das ist fast fertig. Der erste Handelsdistrikt ist auch bald soweit. Bollwerk der Harmonie. Ich frage mich halt, ob das für die Schiffe jetzt schon gezählt hat, dass die noch ein bisschen schneller werden, aber... Construction complete. Zumindest habe ich in meinem Heimatgebiet jetzt mehr Feuerrate. Das holen wir uns. Status quo.
Was würde es kosten, Ansprüche auf diese drei Systeme zu setzen? 160, dann tun wir das auch, weil da sind ein paar gute dabei. Ja, die können da durch. Okay. Wie sieht es aus? Was kostet... Okay, das ist echt wenig. Die haben so wenig an Armeen hier. Armeen landen. Okay, das ist auch eine komplett neue Kolonie. Ja gut, soll mir recht sein. Via Appia Habitat. Okay, das wird ein Forschungshabitat. Wie nennen wir es mal? Ich überlege mir noch einen Namen dafür. Ah, dann kann ich mir die Forschungslabore halt darüber ziehen. Planetary invasion commenced. Ground invasion force has seized a planet. Status quo, minus 6, relative Flottenstärke, was? Aber sie sind mir unterlegen. Ach, weil die Ägypter noch haben. Was ist mit euch? Ihr mögt mich nicht, aber ich denke, eine Gefahr, dass ihr in naher Zukunft den Krieg erklärt, besteht nicht. So, und sobald das Handelszentrum hier fertig ist, können wir später auch... Wie heißt es? Wir können später auch Bauwerke hier hinsetzen, dann kriegen wir noch ein bisschen Flottenkapazität daraus. Und das Tolle an den Bauwerken ist, dass sie ihre Wohnungen für ihre Soldaten bieten. Deshalb sind Festungshabitate auch so gut. Mineralverarbeitungshub. Zitadelle. Erstmal das. Reaktorverstärker. Ach so, das andere ist noch. Das war eine andere Forschung. Genau. Das war Sozialforschung. Armeen 113. Construction complete. Ah, die Asiaten machen sich auch keine Mühe, sich Cybrex Alpha unter den Nagel zu reißen. Ein merkwürdiger Umstand. Auf Elysium wurde eine verborgene Fabrik gefunden. Okay. Planetary invasion commenced. Alter, gibt's hier Generatordistrikte. Okay. Genau, und jetzt ist hier die sonderbare Fabrik, die uns kostenlose Legierungen gibt. Die Frage ist halt nur, es kann jetzt sein, dass unsere Leute da verschwinden. Ground Invasion Force has seized a planet. Ist. Okay, das waren wir. Weil wir fordern noch Systeme, die uns noch nicht gehören. Okay. Das lässt sich ändern. Relative Flottenstärke, Kriegsziel Erniedrigung.
So, die Frage ist, macht es Sinn, weiterzumachen oder sollen wir den Krieg fürs Erste beenden, uns ein bisschen um die Asiaten kümmern, dass wir Cybrex Alpha bekommen und diese ganzen Systeme hier. Auf jeden Fall möchte ich das hier haben. Das sind schon mal 60. Ah, das kostet... Die hier sind näher dran und es kostet trotzdem halt genauso viel. Und ich dachte eigentlich, es kostet mehr, wenn man im Krieg ist. Es wäre natürlich schon cool, Zugang zu den Ägyptern zu haben. Weil sobald die Wikinger unsere Vasallen sind, wird es schwer, von denen Systeme zu bekommen. Wir können ihnen zwar dann Systeme schenken im Nachhinein, aber wir können ihnen keine Systeme abnehmen. Da ist ein Wurmloch. Vielleicht ist das das andere Ende. Ich würde ja gerne alle Systeme filtern, wo Wurmlöcher sind. Hier ist eins. Und hier ist eins. Es gibt offenbar zwei Wurmlochpaare hier. Wir müssen klären, wohin Rana führt. Pass auf, ihr macht weiter damit. Ich möchte den Kriegs... Okay, das mit... die Fabrik macht schon mal keine Probleme, das ist gut. Via Appia 1 Habitat. Ihr seid noch gar nicht fertig. Ich möchte nämlich unbedingt das Kriegsziel durchsetzen. Produktionsziel ist abgelaufen. Ja, das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Fraktionen. Die Militaristen sind nicht so wirklich... Ja, doch, die werden bald zufrieden sein. Sphere of Influence expanded. Technology secured. Also wir können einen Status Quo erzwingen, das ist schon mal gut. Wir können aber auch weitermachen und wir können jederzeit abbrechen, wenn es nicht klappt. Reise durch Sternentore. Ja, wir werden bald eins besitzen. Keine Befehle. Ein weiteres Habitat zu bauen, das kostet im Moment zu viel Einfluss, sonst würde ich es machen. Das hier kann man mal verbessern. Das hier auch. Schnappt ihr euch. Schnappt sie euch. Schnappt sie euch. Komm, schnell hinterher. Okay, das ist nicht schlimm. 38. Thank you.
hier ab. Hier können wir einmal aufs Handelszentrum welche verlegen. Und von Limes auch. Ah, wir haben zu wenig. Alles klar. Dann verkaufen wir einmal ganz viele. Wir holen uns Konsumgüter. Moment, fehlt uns alles, was keine... Also wirklich alles, was keine Legierungen sind. Was ist hier? Komm, gehen Kliniken. An der Sternbasis könnt ihr euch nicht reparieren. Okay, die haben gemerkt, dass das keine gute Idee ist. Und jetzt kommt die nächste und die merken, dass das keine gute Idee ist. Okay, nee, die merken nicht, dass es keine gute Idee ist. Ja, gut. Wie viel kriegen wir hier gerade aus Besetzung raus? Relativ viel. Physikforschung hat keinen Wissenschaftler. Ich hasse es, wenn das so langsam geht. Lass uns diesen Krieg beenden, bitte. Ihr habt ihn angefangen, ich werde ihn beenden. Auch mal. So, Forschungsdistrikt, das sind drei. Können wir die gleich auch verschieben. Technology secured. Regeneratives Rumpfgewebe, sehr schön. Oh. Ja. Hier ist das Vieh. Construction complete. Davor hatten anscheinend sogar die Wikinger Schiss. Schlachtschiffe. Aber die brauchen noch ewig. Baugeschwindigkeit Planeten.
Receiving communications. Montadir, Sablisur. Die haben sich immer noch nicht Cybrex Alpha geholt. Bauen wir denn mal unser nächstes Habitat? Vor allem soll es... Nee, es wird kein Forschungshabitat, es wird ein Handelshabitat. Wir brauchen ein Handelshabitat und zwar hier oben drüber. Enemy presence exposed. Oh. Ja, da haben die, da hat die KI ja wirklich eine hervorragende Entscheidung getroffen. Die legen sich erstmal mit den Drohnen an. Enemy presence exposed. Aber, ach du Scheiße, die haben sich ja richtig... Nee, die kommen da durch. Die haben zwei Flotten. So, dieser Krieg hat nichts mehr, was für uns relevant wäre. Dann könnt ihr und ihr so. Construction. Die kann ich danach abstufen. Die kann ich aufwerten. Die hier brauche ich nicht. Die hier brauche ich nicht. Die hier brauche ich nicht. Und die hier brauche ich streng genommen auch nicht. Was ich brauche, ist hier. Und hier. Etagenwette. 6 Monate Sozialforschung. Fuck off. Was ist mit Elysium? Elysium hat noch nicht so die Probleme. Ah, wir könnten hingehen und nach zu Elysium ein paar Leute verlegen. Damit... wir das aufrüsten können. So, wie sieht es hier aus? Das können wir aufrüsten. Hier gibt es in erster Linie Landwirtschaft, Bergbau. Von welcher Rechte haben die Wikinger? Und wir haben sogar ein paar Ägypter bei uns. Wo das denn? Halb Amazone und Wikinger. Oh, die Amazonen haben Xenokompatibilität. Das wird noch lustig. Ägypter, Wikinger, Priki und Halb Amazonen. Was? Okay, Moment. Die Amazonen sind hingegangen.
haben ein paar Rackets aufgenommen und dann gedacht, damit können wir Sex haben. Alles klar. Und es sind noch Psioniker. Aber nur die normalen, nicht die, die wir haben. Wir haben die, die richtig lame sind. Wobei, stark, die haben keine negativen Eigenschaften. Rechte festlegen. Das ist die Frage. Priki. Aktive Bevölkerungskontrolle. Ich brauche nicht mehr Roboter, danke. Wikinger sind wohnhaft. Ägypter sind wohnhaft. Halb-Amazonen, die definitiv nicht nach Amazonen aussehen. Ich bin versucht, aus denen Sklaven zu machen. Wo waren die? Die waren hier. Ja, aber ich möchte nicht direkt einen Bürgerkrieg anzetteln. Genkliniken und... Genkliniken haben wir hier schon. Ist schon wieder einer gestorben. Benutzerdefinierter KI-Assistent. Ja, das ist gut. Wie war ein Priki, aber den können wir nicht wegziehen, ohne dass das aufhört zu bauen. Und hier ist halt genau ein Wikinger. So, was ist hier? Wie sieht's mit den Habitaten aus? Hier ist schon mal... Pass auf, die Forschungslabore reißen wir ab. Und dann siedeln wir die zu dem Habitat um. Wo sind Forscher? Da. Habe ich die jetzt auf das Falsche gesetzt? Nee, hier arbeiten gar keine Forscher. Okay. Spezialist Arbeitslosigkeit. Ja, das haben wir gleich. Es fehlen Mineralien. Ach du Scheiße. Sobald wir die Ekumenopolis haben, können wir auch diese eine Priki-Kolonie, die hier, eigentlich daraus komplett was anderes machen. Dann können wir die ganzen Priki als domestische Sklaven einsetzen, aber... Bis dahin... müssen wir noch normale Rechte zustehen. Unterlegen, ja. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Sieben. Wo habe ich denn noch Forscher? Daraus mache ich noch 6.
irgendwo herholen. Wo haben wir denn noch Forscher? Sizilien? Tatsächlich. Dann reißen wir die ab und siedeln die um. Limes hat keine Forscher. Sonst hatten wir tatsächlich gar keine. Technology secured. Construction complete. Okay, jetzt haben sie sich Cybrex Alpha geholt. Aber ich glaube, ich kriege immer noch einen kleinen Bonus, wenn ich später dazu komme. Alt und defekt, ja. Das können wir uns holen. Synthetische Kristallanlage. Wo ist das Schiff denn? Hier drüben. Ach Mist, jetzt hat er das abgebrochen. Einmal mit Profis. Das ist so etwas, wo ich eigentlich meine, dass es entweder